Licht. Darum soll es heute in unserem Gottesdienst gehen, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte im Namen von Günter Pieper, der mitwirkt, und Linda Schiffling und Katharina Schwerk. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern, und das tun wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun hören wir den für diesen Tag, also den letzten Sonntag nach Epiphanias vorgesehenen Psalm 97 in einer Übertragung, und den wird uns Linda Schiffling lesen. Uns muss erst noch das Licht aufgehen, mit dem du uns bescheinst, bis wir, Gott, spüren und verstehen, wie gut du's mit uns meinst. Vom Himmel geht die Wärme aus, mit der du uns umhüllst. Wir wachsen über uns hinaus, wenn du die Hände fühlst. Dein Glanz steht jenen im Gesicht, die deine Wege gehen. Sie brauchen all die Götzen nicht, ihr Leben zu bestehen. Von dir, Gott, geht die Freude aus, die aller Notstand hält. Dein Lichtstrahl fällt in jedes Haus und wärmt die ganze Welt. Amen. Ihr seid das Licht der Welt. Was für ein wunderschöner Satz. Und über diesen Satz möchte ich mit Ihnen und euch heute nachdenken. Licht versteht sich immer im Zusammenhang mit Leben. Kein Leben ohne Licht. Das würden Biologen bestätigen, denn Photosynthese, also Pflanzenwachstum, ist auf Licht angewiesen. Und wir kennen ja auch die Redewendung, ein Kind habe mit der Geburt das Licht des Lebens erblickt. Licht und Leben gehören also untrennbar zusammen. Das Licht des Lebens ist das allergrößte Geschenk, das wir besitzen. Es ist unendlich kostbar, weil es uns gegeben ist, wir empfangen es. Wir sind also nicht Urheber, sondern Empfänger dieses Lichts des Lebens. Aus biologischer Sicht kommt man unweigerlich über das Wunder des Lebens ins Staunen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie aus einer winzigen, befruchteten Eizelle durch Zellteilung sich das Leben entwickelt. Und dann kommt 9 Monate später ein ganzer Mensch zur Welt, mit allen Organen und mit all den Dingen, die unser Leben wichtig machen. Ohne Zutun von uns.
Für mich begründet das die Heiligkeit des Lebens oder eben die Würde, die nie verletzt werden darf, weil sie unverfügbar ist, weil sie uns ja geschenkt ist. Nicht umsonst wird damit im Grundgesetz der wichtigste Satz beschrieben, mit dem das Grundgesetz beginnt. Die Weichen für unser Zusammenleben in unserer Gesellschaft und in unserem Land werden damit gestellt. Jedes Leben ist heilig. Jedem Menschen wohnt diese unbedingte Würde inne, die eben an keine Bedingungen geknüpft ist. Es ist also geradezu folgerichtig, wenn Jesus in seiner bedeutenden Bergpredigt dieses Fundament des Lebens aus einem nochmal anderen Blickwinkel hervorhebt. Ihr seid das Licht der Welt. Er hebt damit hervor, dieses geschenkte Lebenslicht erkennbar und deutlich in unserer Lebenswelt zu bezeugen. Er traut uns Christen zu, Lichtboten zu sein, indem wir für andere zum Licht werden. Wir können und wir sollen die Würde eines jeden Menschen ins Licht setzen. Und ich möchte dies an zwei Beispielen verdeutlichen. Im Konfirmandenunterricht treffen sich junge Menschen. Sie verhalten sich typisch menschlich. In den ersten Stunden bilden sich kleine Grüppchen heraus. Der eine kann gut mit dem und mit dem und die andere findet sehr schnell zwei, drei oder mehrere Freundinnen. Aber immer bleiben einige auf der Strecke. Sie werden gemieden oder manchmal belächelt. Sie werden ausgegrenzt und nicht selten gemobbt, häufig sehr versteckt. So darf es aber nicht sein, wenn gelten soll, ihr seid das Licht der Welt. Was würden Sie tun, wenn Sie für eine Konfirmandengruppe verantwortlich sind und wenn Sie mitbekommen, dass eine Konfirmandin permanent gehänselt wird? Es einfach zu verbieten, hilft nichts. Es muss ja schließlich klar werden, dass in einer christlichen Gruppe jede und jeder eine unantastbare Würde trägt. Keine und keiner darf im Schatten stehen oder gar als Opfer in die Dunkelheit abgeschoben werden. Für uns als Verantwortliche im Konfirmandenunterricht ist es eine vielleicht der größten Herausforderungen, jedem jungen Menschen die Erfahrung zu vermitteln, im Licht zu sein und zu leben. Und das geht eben nur, wenn alle im anderen Gottes Ebenbild oder eben die Heiligkeit erkennen. Das in einer heterogenen Gruppe zu vermitteln, das ist pädagogisches Schwarzbrot mit harten Kanten mitunter. Aber es ist alternativlos, wenn wir das sein wollen, was wir in Gottes Augen sind, Licht der Welt. Ein zweites Beispiel. Es gibt 6 Millionen Gründe, Licht der Welt zu sein. So viele Menschenleben hat der Holocaust vor 76 Jahren gekostet. Und um diesen Holocaust wurden wir am 27. Januar erinnert. Damals haben die deutschen Christen den jesuanischen Auftrag oder sagen wir auch göttlichen Auftrag, Licht zu sein, in sein Gegenteil pervertiert. Es ist beschämend, dass die Verharmlosung unserer Geschichte in der Gegenwart inzwischen wieder in unsere Parlamente eingezogen ist. Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, rechtsnationales Gedankengut wabern durch unsere Gesellschaft. In Umkleidekabinen, in Fußballstadien, beim Bier, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Gemeindeversammlungen werden inzwischen öffentlich Dinge ausgesprochen, die die Würde des Menschen verletzen. Und wenn niemand aufsteht und dagegen Einspruch erhebt, dann wird es finster. Was hieße es in solchen Alltagssituationen, denn es sind ja Alltagssituationen, wo das alles seinen Anfang nimmt, was hieße es in solchen Situationen Licht der Welt zu sein? Wir brauchen Mut. Es geht um das Kostbarste,
um die Heiligkeit, die jedem Leben innewohnt. Es geht daher auch um Gott, wenn wir mutig Einspruch erheben. Dafür lohnt es sich, mutig zu sein. Und ich empfand es als unendlich mutig, als im November hier in unserer Kirche Konfirmanden im Gottesdienst solche Sätze gesprochen haben. Ein solcher Satz: Keiner hatte eine Chance in Auschwitz. Wenn ihr euch jetzt fragt, was man daraus lernen kann, sollte doch klar sein, dass man jeden Menschen so respektiert, wie er ist, egal welche Hautfarbe er hat, wie alt er ist oder wie groß er ist. Alle Menschen sind gleich viel wert. So ein 14-Jähriger. Und ein anderer Konfirmand sagte mutig: 2013 gründete sich die AfD. Diese Partei macht mir Angst, weil sie bis heute vorgibt, eine normale Partei zu sein, obwohl sie sich mehrfach rassistisch geäußert hat. Als 14- oder 15-Jähriger vor einer versammelten Gottesdienstgemeinde so etwas zu sagen und mit so einer Überzeugung, das ist mutig. Der Satz Jesu, ihr seid das Licht der Welt, ist eine Ermutigung, Zuspruch und Befähigung. Glaube und Mut sind eine Einheit. Ohne diesen Mut verkommt der christliche Glaube zu einer Worthülse, in der man Gott vergebens sucht. Es gibt 6 Millionen Gründe, mutig zu sein. Und es kommen täglich neue Gründe hinzu. Gott ermutigt uns, wenn er durch Jesus sagen lässt: Ihr seid das Licht der Welt. Amen. Kollekte bitten wir als Spende für die Rexroth-Stiftung. Die Rexroth-Stiftung entwickelt und unterstützt innovative Konzepte und Projekte, um an krebserkrankte Mütter und ihre Kinder zu stärken und eine heilsame Kommunikation in der Familie zu fördern. Ich möchte mit Ihnen und euch das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Segen spricht uns Gott Kraft und Licht zu.
und ermutigt uns, aufrecht durchs Leben zu gehen. Unter diesen Segen wollen wir nun die kommende Woche und unser Leben stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen und uns eine gute, gesunde, behütete Woche.